Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport TV. Mein Name ist Nils Tischer und neben mir meine heißgeschätzte Kollegin Caroline Albrecht. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Am Wochenende war wieder ganz viel los. Wir waren für euch unterwegs. Wir berichten heute unter anderem über Handball und Volleyball. Richtig. Und natürlich auch vom Hockey. Die Final Four standen auf dem Programm. Dieses Mal in der Max-Schmeling-Halle, leider ohne den Ausrichter, den BHC. Wir waren für euch natürlich trotzdem dabei und haben für euch jetzt die besten Szenen zusammengeschnitten. Sechsmal Spitzenhockey, sechsmal Spannung und siebenmal Emotionen pur. Das Hallenhockey-Final Four in der Max-Schmeling-Halle. Bei den Damen schlug die Stunde der Außenseiterin. Im Eröffnungsmatch kegelte der Düsseldorfer Hockeyclub den amtierenden Meister UHC Hamburg raus. Uhlenhorst Mülheim, der BHC-Schreck, spuckte im zweiten Halbfinale den Havelse-Ude THC vom Parkett und zwar in einem packenden Spiel, was nur durch 7-Meter-Schießen entschieden werden konnte. Und so kam es zum Duell David gegen David, denn Goliath flog ja gleich zweimal heraus. Beide holten davor noch nie den Wimpel. Der Meisterbezwinger DHC gegen Grabowski. Richtig gehört, denn die Torhüterin von Uhlenhorst stemmte sich gegen den Meister der Gruppe West. Allerdings war auch sie zum Schluss machtlos. Der Düsseldorfer Hockeyclub wird verdient deutscher Hallenmeister. Es ist einfach unbeschreiblich. Es ist einfach das Beste, was du erreichen kannst. Es ist einfach unfassbar schön, hier zu stehen. Und der ganze Körper ist voll Adrenalin. Man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist unglaublich. Und bei den Herren? Da flog auch gleich der deutsche Hallenmeister heraus. Nanu, was war denn hier los, konnte man sich denken. Aber wie Kai aus der Kiste kam der Havelse-Ude-Sieg nicht daher. Denn die Jungs aus Hamburg sind derzeit der Meister auf dem Feld. Meisterlich ging es auch im zweiten Halbfinale zu, denn das war der Auftritt des Rekordmeisters aus der Domstadt. Rot-Weiß Köln strafeckte den Club an der Alster in letzter Sekunde raus. Dieser Schuss besiegelte dann auch das finale Feldmeister gegen Rekordmeister. Und das war ein unglaubliches Spiel, allein 11 Tore in der ersten Halbzeit. 6:5 zum Pausentee und den verkraftete anscheinend der HTHC wohl am besten, denn sie setzten das Offensivfeuerwerk fort und bei Köln brachen hinten alle Dämme. Der Doublesieger heißt also Havelse-Ude THC. Deshalb sind wir, glaube ich, 7 Leute, die im Zug jetzt nach Hamburg zurückfahren, aber haben natürlich die Fans dabei und wird auf jeden Fall ein schöner Abend. Und ich denke, dann wird die nächsten Tage unser Clubhaus nicht mehr so richtig stillstehen. Und halt, einen haben wir noch, nämlich die 7. Portion Emotion. Denn es wurde eine Hockeylegende verabschiedet. Natascha Keller und ja, natürlich, da wurde auch ein Tränchen verdrückt. Wir verbeugen uns nochmals vor der wohl größten deutschen Hockeyspielerin und behalten ein irres Hockey-Wochenende im Kopf. Derbyzeit in der Volleyball-Bundesliga. Unsere beiden Partner, die Netzhoppers und die BR Volleys, haben gegeneinander gespielt. Genau, und in der brandenburgischen Hölle ist eh immer großartige Stimmung. Und jetzt mit den Gästen der Rivalen aus Berlin war die Stimmung kaum zu toppen. Die Berlin Recycling Volleys zu Gast in der grünen Hölle Landkost Arena mit den Netzhoppers. Warte zwar nur der Tabellensiebte, aber aufgepasst, das Derby zwischen diesen beiden Teams, mittlerweile ein echter Klassiker und für seine heiße Atmosphäre bekannt. Doch vorab die Nachricht der Woche, die BR Volleys, der Top-Club aus der Hauptstadt, hat den Zuschlag für die Ausrichtung des Champions League Final Fours im März bekommen. Eine fantastische Nachricht für die Berliner und gleichzeitig ganz Volleyball Deutschland. Das ist eine riesengroße Sache, das bleibt in Erinnerung für uns alle Volleyballer. Also ich bin jetzt so weit, dass ich denke, lass mir Karte für 29. März buchen, weil das ist eine Volleyballfest. Die Netzhoppers mit über 700 Fans im Rücken zeigen auch gleich, was Berlin heute erwarten kann. Manuel Rieke legt auf für Matthias Böhme und der eiskalt. Doch nach 5 gewonnenen Spielen in Folge, darunter auch das Topspiel gegen den Rekordmeister aus Friedrichshafen, kommt das Team aus der Hauptstadt immer besser in Schwung und kann auch hier nach anfänglichen Startschwierigkeiten überzeugen. Nicht umsonst zogen die BR Volleys unter der Woche in der Champions League eine Runde weiter und zählen zu den 12 besten Teams Europas. Der erste Satz mit 25:18 aus Gästesicht, also kein Problem für den Hauptstadtriesen.
Demnach auch Durchgang 2 ganz schnell erklärt. Die Hausherren versuchen zwar, die Gäste unter Druck zu setzen, doch durch solch individuelle Fehler wird das ganz, ganz schwer. Die Volleys in diesem Satz noch stärker, noch präsenter. Folgerichtig der Satzgewinn 25-11 für die Berliner. An den Überraschungserfolg wie beim 3-2 Tiebreak-Sieg 2012 glaubt hier keiner mehr. Auch Satz 3 geht verdient mit 25-19 aus Gästesicht an die Volleys. Die Hoffnung, dass die Final Four Nachricht Berlin in irgendeiner Art ablenken konnte, dahin. Ich glaube, dass wir als Mannschaft einfach auch vorher schon gesagt haben, ja, da ist dieses Risiko, da ist die Gefahr, dass wir da jetzt nicht konzentriert genug rangehen. Und dementsprechend waren wir heute sehr fokussiert und haben uns darauf konzentriert, heute das Ding durchzuziehen. Die BR Volleys zeigen also beim Derby ihr typisches Gesicht, eiskalt und punktehungrig. Die Netzhoppers dagegen mit der nächsten 0-3-Niederlage. Die grüne Hölle nach 2 verlorenen Spielen in Folge auf einmal gar nicht mehr so heiß wie gedacht. Endlich zu Hause überzeugen, so das Motto der Füchsefrauen Berlin. Und das war bitter nötig, denn 4 von 6 Heimspielen gingen verloren und jetzt kamen auch noch die Frauen vom VfL Oldenburg, die sind im Moment Vierter. Nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, Oldenburg im Ballbesitz. Wurf, Tor, aber das zählte nicht. Die Mädels von Lars Melzer erkämpfen sich ein Unentschieden gegen den VfL. Naja, grundsätzlich bin ich erstmal sehr stolz auf die Mädels, weil die haben wirklich heute das ganze Spiel richtig geackert und gekämpft und immer in der Europapokalmannschaft da auch phasenweise wirklich vor Probleme gestellt. Und das bis zum Schluss. Nur 2-mal konnten die Oldenburgerinnen führen, ansonsten hatten die Spreefüchse die Nase vorn. Garantin für die Füchse-Show war Laura Steinbach, die 10 Tore machte. Mit 3 Buden in Serie brachte die Nationalspielerin ihr Team sogar mit 27-24 in Führung und ließ den Fuchsbau auf einen Heimsieg hoffen. Dabei waren die Bundesligaspiele in der Sömmeringhalle bisher so eine Sache. 4 von 6 Ligamatches verloren die Füchse-Frauen. Heute konnten die Mädels von der Spree überzeugen, aber kleine Fehler schlichen sich trotzdem ein und die nutzte ein Viertplatzierter natürlich prompt aus. So stand es dann am Ende nur 29-29. Aber es ist schon ein bisschen demütigend, weil wir hatten sie dann eigentlich im Griff und waren kurz vor Schluss auch mit 4 Toren vorne. Aber ein Handballspiel geht eben 60 Minuten und deswegen denke ich, ist das Ganze gerecht. Dieses Spiel war gleichzeitig das letzte der Hinrunde. Ein Unentschieden, ein persönlicher Abschluss. So, ich denke mal, wir haben gesehen, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen. Aber eben auch wirklich vom Kopf her 60 Minuten immer konzentriert sein müssen. Zum Rückrundenauftakt nächste Woche kommt dann mit den Vulkan Ladies ein leichterer Gegner in die Hauptstadt. Zweite Ladung Volleyball, erste Bundesliga der Frauen. Letzte Woche trafen die KSC Ladies auf den VC Wiesbaden. Richtig, und als wenn das noch nicht genug wäre, diese Woche die Top-Platzierten, die Ersten der Bundesliga, die Damen des Dresdner SC zu Gast in Berlin. Und das war natürlich eine harte Nuss. 16 Spiele, 16 Siege, Platz 1 der Volleyball-Bundesliga. Das ist der Dresdner SC und das ist der Deutsche Meister. Am vergangenen Samstag war er zu Gast in Köpenick. Kleiner Kader, große Qualität, so steht's zurzeit um den KSC. Ein Spiel, das den Mädels um Benedikt Frank alles abverlangte. Wir haben 3 Abgänge gehabt, die den Vertrag aufgelöst haben, leider Gottes. Und dazu jetzt mit Julia Herro ein Kreuzbandriss und die Pia Riedl, unsere Kapitänin, hat jetzt ein Muskelfaserriss, fällt für 4 Wochen aus. Ja, man möchte fast meinen, David spielt gegen Goliath. Aber die roten Mädels aus Köpenick sind zäh. Beweis hier, Block von Wilson und Knauf. Kaum zu glauben, aber das 12-18 hier durch Wilson ist die letzte Aktion der Köpenickerin im ersten Satz. Dresden dreht nochmal völlig auf und die Angabe von Molly Cracklow mit der Nummer 1 beendet die erste Runde. Deutliches Ergebnis 25-12 für Dresden. Kurz schütteln und weiter geht's. Christina Mikhailenko schmettert den Dresdner SC mit 1-0 in Führung. Ein Wachrüttler, denn der zweite Satz entwickelt sich zum Kopf-an-Kopf-Rennen. Wilson mit den 15-17 oder Barfield hier mit dem Block 18-20.
aber die Konstanz bei Köpenick fehlt. Viel zu viele Angaben, die gar nicht erst ankommen. Ärgerlich, ja, und vor allem dann, wenn der Dresdner SC den zweiten Satz mit 25-21 gewinnt. Da war definitiv mehr drin für die Gastgeberin. Satz Nummer 3. Wir steigen ein beim Punktestand von 5-6 für Köpenick. Annemarie Knauf über Kopf und da ist er, der gehobene Zeigefinger. Der Ausgleich zum 6-6. Dennoch macht Dresden kurzen Prozess. Auch der dritte Satz geht an die Gäste. Dieses Mal mit 25-17 und wodurch? Genau, durch eine Fehlangabe. Natürlich ist es schwer, die ganzen Ausfälle jetzt zu verkraften, vor allem weil Pi sich jetzt noch verletzt hat und sie ja schon eine wichtige Spielerin auf dem Feld ist. Aber ich meine, wir müssen jetzt versuchen, alle noch enger zusammenzurücken. Hut ab vor Dresden. Nun sind es 17 Spiele und 17 Siege. Sie spielen am kommenden Mittwoch gegen Münster und der KSC trifft am Sonntag auf den VCO. Die Stadt Berlin möchte sich ja für die Olympischen Sommerspiele bewerben. Wir wollen die Spiele, heißt die Aktion, und die haben jetzt einen Lauf veranstaltet, der vom Brandenburger Tor bis zum Fernsehturm ging. Und hinter uns seht ihr gerade die Läufer ankommen. Genau, aber die Initiative für die Olympischen Spiele findet nicht nur hier statt, sondern bei ganz vielen Sportveranstaltungen in der gesamten Hauptstadt. So auch am Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik. EM-Norm, Comeback, Bestleistung und volle Emotionen, das sind die Norddeutschen Meisterschaften in der Rudolf-Habich-Halle. Nach rund 7-monatiger Verletzungspause möchte Martina Strutz zwar erst einmal gesund bleiben, doch bei ihrem Comeback eine Woche zuvor sprang sie mit 4,40 Meter nur 5 cm unter EM-Norm. Da lag was in der Luft. Ja, wir wollen die Spiele, war überall zu lesen. Diese Aktion zur möglichen Olympiabewerbung fand auch diese Woche wieder statt. Martina Strutz, Olympia-Fünfte in London 2012, möchte in der Hallensaison erst einmal die Abläufe wieder richtig reinkriegen. Und beim ersten Sprung über 4,30 Meter klappte das noch nicht so richtig. Dafür im nächsten Anlauf. Da war auch noch reichlich Platz. Und dann mal geguckt, was die Kolleginnen ohne Stab so springen. Persönliche Bestleistung, Imke on. Vor den 1,85 Meter bereits norddeutsche Meisterin wollte sie unbedingt persönliche Bestleistung springen. So schön kann Freude aussehen. Man hat es, glaube ich, gut gesehen, wie ich mich gefühlt habe. Erstmal in Tränen ausgebrochen, ich bin echt überwältigt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Eine persönliche Bestleistung peilte Martina Strutz heute nicht an. Doch beim Sprung über 4,40 Meter war noch genug Luft für die EM-Norm und die stand jetzt für die kleine, quirlige Athletin an. Mit 4,50 Meter wäre sie sogar 5 cm besser. Also auf ging's. Doch man merkte noch ein wenig die Verletzungsnachwehen. Da passte noch nicht alles perfekt zusammen. Im zweiten Versuch, wieder über 4,50 Meter, touchiert sie die Latte leicht, aber erreicht dennoch die EM-Norm. Höher hinaus ging es für die Schwerinerin heute dann aber auch nicht. Bei 1,61 scheitert sie. Ja, ich sag mal, ein bisschen zu früh, zu schnell angelaufen, sodass man nach vorne keinen Druck mehr machen kann, keine Geschwindigkeit mehr so in die Anlage kriegt, wie man es gewohnt ist. Und dann geht der Sprung vor der Latte hoch, aber man kommt halt bei Stände 80 nicht mehr ganz drüber. Insofern weiß ich noch, wo ich arbeiten muss, wo ich hin will die nächsten Wochen und ich denke, das wird schon. EM-Norm, Comeback, Bestleistung und volle Emotionen. Das waren die norddeutschen Meisterschaften in der Rudolf-Habich-Halle. Wir kommen jetzt zur Gewinnspielauflösung der letzten Woche. Wir wollten von euch wissen, wie denn der Hauptdarsteller des Films Mordecai heißt. Und natürlich ist die richtige Antwort Johnny Depp, bester Schauspieler der Welt. Das nur nebenbei. Wer das wusste, die Gewinner sind jetzt hier unten eingeblendet. Wir wünschen ganz viel Spaß mit den Kinokarten. Viel Spaß! Ich fürchte, wir sind falsch abgebogen und am Set eines pornografischen Films gelandet. Ich bin Georgina Crabb. Sie ist eine berüchtigte Nymphomanin. Wer weiß, vielleicht ist es eine übliche Begrüßung in Amerika. Passend zu den frostigen Temperaturen, jetzt zum Wintersport. Aber Skifahren ist in Berlin ein bisschen schwer, Biathlon auch, Skispringen erst recht. Und wie hilft man sich am besten in Berlin, Caro? Am besten mit Eiskunstlauf. Das ist hier absolut machbar. Deshalb waren wir für euch bei den Jugendmeisterschaften dabei. Im Erika-Hess-Stadion fanden wie jedes Jahr die Berliner Jugendmeisterschaften im Eiskunstlaufen statt.
Hier wird der Berliner Jugendmeister 2015 im Alter zwischen 7 und 18 Jahren gekürt. Angetreten wird in unterschiedlichen Altersklassen. Ist ja klar, das Teilnehmerfeld erstreckte sich in diesem Jahr über die Altersklasse 7, über die U13 und U15 bis zur Jugendklasse der Damen und Herren. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Die Organisation hat gut geklappt. Wir haben auch einigermaßen Zuschauer nahe. Es könnten natürlich weitaus mehr sein, aber das ist, daran muss man arbeiten, sage ich mal. Nein, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem ganzen Ablauf, mit dem Team hier im Wedding. Das funktioniert gut. Stark vertreten bei der Meisterschaft war auch der BSV 92. Mit insgesamt 31 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern waren sie in jeder Altersklasse vertreten und konnten einen Erfolg einfahren. Ronja Nickel belegte den zweiten Platz in der Jugendklasse der Damen. In der Jugendklasse Herren schaffte es Farin Heritz vom BSV 92 zu überzeugen. Im Kurzprogramm und in der Kür erzielte er die meisten Punkte und konnte den Titel des Berliner Jugendmeisters für sich beanspruchen. Bei dieser Meisterschaft zeigten viele Teilnehmer ihr Können, die auch durchaus gute Zukunftsaussichten haben. Also die Zukunft sehen wir natürlich positiv, gar keine Frage. Wir haben hier in Berlin sehr, sehr viele junge Mädels und Jungs, die sehr talentiert sind, die entsprechend durchaus nach oben gehen können und auch nach oben kommen können. Das sieht man an einem Peter Liebers, der es ja auch nach oben geschafft hat. Es gibt viele andere Beispiele. Die Berliner Jugendmeisterschaften 2015 im Eiskunstlaufen waren also wieder ein voller Erfolg bei den Zuschauern. Und auch die Teilnehmer kamen auf ihre Kosten. Das Erika-Hess-Stadion ist auch in den nächsten Wochen sicher ein Besuch bei den Eiskunstläufern wert. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Wir machen uns jetzt mal eine heiße Tasse Tee. Genau, und ihr verfolgt uns wie immer auf Facebook, auf Twitter, klickt rein bei Google Plus und bei Instagram. Was sagen wir am Ende? Bleibt sportlich!